Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Let's Play Pixel Piracy. Ich melde mich seit einiger Zeit wieder zurück, bin stimmlich noch etwas angeschlagen, aber ich denke, ein Part geht heute. Ich mache das jetzt deswegen mit diesem Independent-Spiel von Vitali Kirpov, das sich noch in der Alpha befindet, weil es ein sehr lustiges, sehr unterhaltsames Spiel ist. Und weil es hier nicht so wild ist, wenn da mal ein Part ausfällt oder zwei. Pixel Piracy kann man mittlerweile über Steam kaufen. Es gab auch vom Entwickler selbst so eine Torrent-Version, aber da dürft ihr jetzt mich nicht fragen, wie das da genau funktioniert. Ich habe es mir gekauft auf Desura Games, glaube ich, heißt die Website. Da gab es es für 8 Euro und es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, auf jeden Fall. So, ich bin jetzt nochmal hingegangen und habe ganz kurz die Einstellungen ein bisschen geändert, damit ich das Ding hier auch gescheit aufnehmen kann. Und wie gesagt, das da erscheint jetzt mal ganz unregelmäßig und solange ich noch nicht so wirklich fit bin, will ich mir das einfach offen halten, ab und zu mal ein paar davon zu bringen und dann geht es auch bald wieder mit ROM 2 Total War weiter. Da habe ich auch noch was in der Mache, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Naja, wir fangen erstmal an mit einem neuen Spiel. Man kann wirklich noch nicht viel machen. Es ist in der Alpha, ja. Also es ist wirklich, wirklich Alpha. Es ist sehr verbuggt noch, aber man kann auf jeden Fall auch ein bisschen Spaß haben. Ich gehe jetzt mal auf New Game, wähle da einen Data-Slot. Man konnte irgendwann mal hingehen und die Spiele speichern, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das geht und ob das momentan noch funktioniert. Bei der aktuellen Version, seit es auf Steam ist, gab es einen Patch. Und einiges an diesem Spiel wurde verändert. Es ist auf jeden Fall aber ein Spiel, das strategisches Potenzial hat, meiner Meinung nach. Es ist so ein bisschen, es ist halt roguelike, also man kann halt zwischendurch nicht abspeichern. Und wenn man einen Fehler macht, hat er meistens ganz, ganz furchtbare Konsequenzen. Naja, wie auch immer. Also, wenn man ein Spiel startet, kann man die Welt benennen. Und es ist eigentlich natürlich relativ wurscht, wie man die nennt. Und die meisten Let's Plays, die ich bisher dazu gesehen habe, da geben die Leute den Welten und der Crew immer irgendwelche ernsthaften Namen. Wie wäre es, wenn wir die Welt von Arr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 r
Eine sehr seltene Kometenerscheinung hat dafür, hat hier schlechte Omen verbreitet. Nun ja, ich weiß nicht, ich sag mal, ein großer Krieg, der die Bevölkerung entzweit hat. Und jetzt werden wir über unseren Vater gefragt und das hat tatsächlich Auswirkungen auf unseren Spieler und das wird jetzt hier angezeigt. Nämlich, how do you remember your father? Also, wie erinnerst du dich an deinen Vater? He was a brave captain, his nickname was Courage. Also, er war ein sehr mutiger Kapitän und sein Spitzname war auch halt Mut oder Zuversicht, ja. So im übertragenen Sinne. Dafür bekämen wir 250 Gold, oder? He was a lazy alcoholic known as Hork the Flatulent. Er war ein faulenzender Alkoholiker, bekannt als Hork der Furzende. Wir bekommen einen zusätzlichen Piraten, also der mit uns direkt in der Crew startet. Oder, he was a cowardly sailor that went by the name Ponepens. Das kann ich jetzt schlecht übersetzen, aber er war ein feiger Matrose. Einer von euch weiß bestimmt, wie man Ponepens übersetzt. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Sage mal so, es ist natürlich immer gut, wenn man Gold hat, damit man am Anfang möglichst viele Crewmitglieder rekrutieren kann, also die man dann auch bekommt. Es ist hier wichtig, dass man eine große Crew hat, das ist so ähnlich wie bei FTL, wobei das hier jetzt nicht unbedingt limitiert ist, also man kann wirklich eine sehr große Crew hier haben, die dann auf dem Schiff mit dabei ist. Und es ist immer gut, wenn man extra Piraten dabei hat. Geld ist auch nicht so schlecht. Aber normalerweise muss man am Anfang hingehen und erstmal ein paar Piraten mit Geld anheuern. Und das ist eigentlich nicht so praktisch. Zwei unterschiedliche Items, das könnte interessant sein. Werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen, aber ich nehme jetzt mal hier den Lazy Alcoholic, known as Hork the Flatulent. Sehen wir so aus. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das mit den Soundeinstellungen richtig geklappt. Ja, das ist doch ganz nett. Also man hört die Leute gut, das ist wichtig. Und also wie man jetzt tatsächlich, wir könnten das jetzt hier ändern. Ich finde das Outfit eigentlich ganz, ganz gut. Man kann erkennen, ob die Leute, eine Sehschwäche haben, wenn sie so eine Augenklappe oder so einen Balken über den Augen haben oder so einen schrägen Streifen hier. Und das ist nicht ganz so praktisch, das hat nämlich Auswirkungen auf das Kampfverhalten und so, aber wie gesagt, es ist nur in der Alpha, also alles halb so wild. Ihr könnt also ruhig ausprobieren und ich nehme jetzt ruhig mal den Rory Wischniak und ja, dann können wir auch schon loslegen, unseren Captain haben wir. Und die Welt wird jetzt generiert, unser Goldbestand auch. Und wir haben 600 Gold. Wenn wir jetzt, also früher konnte man sehen, welche Vorteile die Persönlichkeit hat oder welche Nachteile. Und da war es dann so, dass die meisten Leute immer reiche Kapitäne genommen haben, weil dann hat man 1000 Gold am Anfang. Habe ich jetzt leider nicht hingekriegt. Ist okay. Ich werde wahrscheinlich nur Geld für zwei Crewmitglieder haben oder für nur eins. Und das Spiel ist jetzt deutlich schwieriger geworden, finde ich. Also gerade für Neulinge. Ich bin noch ein Neuling. Ich habe es noch nicht so oft gespielt. Aber nur ganz kurz zum Spiel selbst, also es gibt Gesundheit, Hunger, Moral, das sind die drei wichtigsten Eigenschaften. Wenn die auf Null sinken, hat man das Spiel verloren, mit dem Captain halt auf jeden Fall. Ansonsten Lebensenergie auf Null, klar, Crewmitglied stirbt, hier zum Beispiel. Wir haben hier einen Sailor, also einen Matrosen, ein fauler Alkoholiker. Das ist also mein Vater. Sehr praktisch. Und ein Sailor ist unglaublich wichtig, das werdet ihr gleich noch sehen. Und wir sind ein, ja, wir sind ein dummer Rächer. Ja, okay, gut. Wir haben aber eine ganz gute Waffe, nämlich ein Cutlass, also so ein großes Entermesser. Und das ist eine sehr, sehr gute Anfangswaffe. Wir sollten noch gucken, dass wir hier dieses Messerchen da irgendwann mal austauschen. Aber ja, wir haben wirklich wenig Geld und es ist nicht so einfach jetzt für uns, aber okay. Ja, ihr seht auch hier, die haben unterschiedliche Eigenschaften wie Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität. Luck improves Pirates Luck, also ob man glückliche Treffer hat oder ob der Gegner mal nicht trifft, Agilität, Intuition. Bei mir wirkt sich die Dummheit besonders stark auf das Glück aus, habe ich den Eindruck. Und hier sehen wir auch noch so einen Balken mit Hunger, da sind wir momentan also voll gut dabei. Wir sind Level 3. Und Rory Wischniak heißen wir ja momentan. Man kann die Crewmitglieder noch nicht umbenennen.
Aber das ist auch gar nicht so dramatisch. Was wir jetzt erstmal machen ist, wir heuern jetzt erstmal ein bisschen Crewmitglieder an. Wir brauchen noch ein paar Crewmitglieder. Und das kann man auf der Startinsel ganz gut machen, da gibt es nämlich eine ganze Menge. Und hier gibt es ein paar Dinge, die sehr wichtig sind. Wenn man die Crewmitglieder sieht. Man muss die Crewmitglieder nämlich auch bezahlen mit dem Gold. Gold bekommt man dadurch, dass man andere Schiffe plündert, Truhen öffnet, Schätze findet, etc. Und ihr seht das also hier, da ist so eine Goldmünze, da könnten wir dann dieses Crewmitglied bezahlen. Das müssen wir spätestens machen, wenn die Moral sehr niedrig ist. Sonst kämpfen die halt auch scheiße und meutern am Ende noch und greifen uns an. Und jetzt schauen wir müssen gucken, dass wir, ich pausiere jetzt momentan ziemlich oft, das ist auch gar nicht so dramatisch. Frage ist halt, welche Leute holt man sich am Anfang? Es ist nicht so wichtig, ob man jetzt unbedingt einen Fighter kriegt, weil auf Level 1 sind die noch gar nicht so gut. Der Unterschied ist, dass sie meistens halt besser bewaffnet sind. Und das sind wirklich die Leute, die hier rumrennen. Also da hinten rennen auch noch ein paar rum, hier weiter hinten. Was man aber im Auge behalten sollte, ist erstens, dass die Leute nicht greedy, also nicht gierig sind, denn sonst wollen die ungefähr das Doppelte, den doppelten Lohn haben, den doppelten Sold. Also das versuche ich immer zu vermeiden. Und auf die anderen Sachen, da muss man halt so ein bisschen gucken. Also ein Fighter darf halt auf gar keinen Fall weak sein. Also schwach, ein Liar, careless, also ein Lügner und dazu noch unbesorgt. Das geht noch eher. Das Problem ist, dass die relativ teuer sind. Ich guck jetzt nochmal gerade hier durch. Wir haben hier einen Sailor, der schwimmen kann. Er ist nicht so gut. Ein Navigator mit großem Appetit ist auch nicht so geil. Ein langsamer Betrüger, der kostet aber nur 170. Und die hier sind alle greedy. Das ist halt echt problematisch. Bad Vision. Wir brauchen schon jemanden, der so ein bisschen kämpfen kann. Die sind echt alle greedy. Und Big Appetite ist nicht ganz so gut, muss man ehrlich sagen. Naja, okay, gut. Also wir holen uns hier den. Und jetzt lassen wir noch gerade gucken. Weak and Depressed ist nicht so gut. Wir haben nur 306. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Crewmitglied. Wir nehmen noch den Sailor, der schwimmen kann. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen Essen kaufen. Das ist ganz wichtig. Shiver me timbers! Und das kaufen wir hier und wir kaufen Früchte. Einmal geht nur. Das heißt, wir wissen also, wir brauchen auch irgendwann wieder Nahrung. Diese Nahrung wird verbraucht. Und das heißt, wir müssen ziemlich bald schon wieder hierhin zurückkehren, um mehr Nahrung zu bekommen. Das ist nicht so unproblematisch in dem Spiel. Muss man drauf achten. Jetzt haben wir ja unsere Crew schon zusammen. Jetzt können wir auch mal unser Schiff bauen. Man hat am Anfang immer die gleichen Ressourcen für ein Schiff. Und da hat man so kleine Klötzchen, die man anordnen kann. Und das erste Schiff sollte im Idealfall so aussehen. So ist es offenbar vom Entwickler gedacht. Und es ist wichtig, damit die Crewmitglieder nicht von Bord fallen etc. Und das ist jetzt kein tolles Schiff, natürlich nicht. Aber das funktioniert in der Regel ganz gut. Mit einem Rechtsklick kommt man in das Aktionsmenü und wir geben unserer Crew jetzt erstmal den Befehl hier Grapple, das heißt, wir werden jetzt hier auf das Schiff drauf witschen. Es ist nicht so schlecht, wenn man zwei Sailor dabei hat, denn ihr habt jetzt hier gerade gesehen, da hat uns ein Vogel auf das Schiff geschissen und unsere Leute scheißen auch auf das Schiff. Und diese Scheiße muss immer entsorgt werden. Und das machen die Sailor. Deswegen sind die ultra wichtig. Denn wenn nachher das ganze Schiff voller Scheiße ist, dann sinkt die Moral ultra schnell und es wird dann ultra teuer. So, jetzt ist unsere Crew eigentlich schon vollzählig und wir können schon ablegen. Dazu gehen wir mal auf die World Map. Da gucken wir mal, das ist ja hier noch relativ human. Danger 1, das ist nicht so gefährlich. Können wir direkt mal die erste Begegnung suchen. Ich würde sagen, wir versuchen unser Glück direkt mal bei einem Schiff. Und wenn wir verlieren, müssen wir halt nochmal laden. Aber naja. Wir brauchen vor allen Dingen Nahrung. Und die Nahrung kriegt man auch über das Schiffsmenü. Dann geht man hier auf Ship Setup und dann auf Food. Und dann kann man hier so ein bisschen Nahrung verteilen. Man hat immer zwei Wassermelonen am Anfang. Die sind aber schnell weg. Wo ist mein Captain nach da? Okay. Die können erstmal stehen bleiben. Und
Jetzt werden wir angegriffen, wir müssen, beziehungsweise wir greifen natürlich an. Also lasst sie uns platt machen. Und ich schaue mal schnell in mein Crew-Menü rein. Wir haben eine echt ultra schlechte Bewaffnung. Ich laufe jetzt mal ganz vor. Lauf mal hier hin. Und jetzt mache ich einen Rechtsklick und sage wieder General Actions Grapple. Und eigentlich wollte ich das nicht haben. Jetzt ist mein Captain nämlich... Der will nämlich jetzt irgendwie nicht so richtig. Und man muss auf jeden Fall halt... Ihr seht schon hier, 5 Schaden, 4 Schaden. Die haben eine sehr gute Bewaffnung, unsere Gegner. Und wahrscheinlich wird Hawk das nicht überleben. Der faule Alkoholiker. Und das Problem ist, dass ich echt hier zu spät dran war. Und ihr müsst immer zwischendurch halt drauf achten. 8 Lebenspunkte, das geht eigentlich noch. Wir könnten ihn jetzt auch zurückordern, aber ich... Ne, ich mache jetzt mal nix. Ich zeig's euch jetzt einfach mal nur so. Oh, und ich glaube, wir haben sie schon ausgeschaltet. Tatsache. Hier, seht ihr schon, die Vögel haben alle auf unser Schiff geschissen. Und es muss gleich wieder von Hawk oder von Dwayne entsorgt werden. Wenn der schwimmen kann, heißt das, wenn der mal ins Wasser fällt, dann wird er wieder auf das Schiff teleportiert. Und wenn das passiert, müsst ihr ziemlich gut aufpassen, denn der rennt dann nämlich direkt wieder ins Wasser rein und er säuft dann nochmal. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten, Crewmitglieder, die nicht schwimmen können, wenn die ins Wasser fallen, sind die tot. Ne? Also da muss man aufpassen. Ich sag jetzt hier nochmal Grapple. Jetzt mal hier rüber. Und ich werde jetzt hier mit der Captain's Orders interacten mit dieser Truhe. Und werde also das Geld hier einsammeln. Wow, komm mal ganz schnell wieder zurück. Und ihr seht also hier, die schmeißen halt die ganze Kacke da wieder über Bord. So, und jetzt müsste ich auch bald mal noch ein bisschen Nahrung kaufen. Wieder. Also unterschätzt das nicht. Wir haben eine Waffe gefunden. Das ist doch ganz cool. Die kriegt in der Regel der Kämpfer, damit er halt schön viel Schaden macht. Und ich mache gleich noch was anderes. Ein ganz wichtiges Element, was man bei dem Spiel beachten muss. Nämlich die Crew-Befehle. Die individuellen Crew-Befehle. Jetzt mache ich hier einen Rechtsklick drauf. Sage Ship Orders. Plunder at Scuttle. Und dann wird das Ding versenkt. Und wir bekommen das Baumaterial. Okay, unsere Crew ist jetzt etwas angeschlagen. Wir haben 11, 21 und 9 Lebenspunkte. Und das ist bei Hawk ziemlich gefährlich. Und bei Troy auch. Es ist nicht so gut, wenn die jetzt in Gefecht kommen. Wir gucken uns mal an, was die so kosten. 117, das ist normal bei einem Kämpfer. Leider. Und bei uns ist die Moral auch relativ niedrig. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Aber wenigstens noch halbwegs in Ordnung. Ich weiß auch nicht genau, wie man beim Kapitän die Moral gut oben halten kann. Gute Möglichkeit ist zum Beispiel Rum, wenn man den findet, oder Tabak. Das erhöht die Moral wieder, damit geht das eigentlich ganz gut. Ich schau mal, zu der Insel könnten wir segeln. Ich würde aber sagen, wir segeln nochmal zurück, holen uns noch ein Crewmitglied und holen uns auf jeden Fall noch Nahrung. Man muss auf jeden Fall aufpassen und man muss, wenn die Crew angeschlagen ist, wieder zu einer eher ungefährlichen Location segeln, wo der Weg am besten auch nicht so lang ist, damit man nicht überfallen wird von anderen Piraten. Und man levelt hoch, während man segelt. Das ist also sehr wichtig und praktisch. Und ich werde jetzt unser Schiff mal gerade ein bisschen vergrößern. Es geht gar nicht mehr größer hier, ne? Okay, ich mache es nicht viel größer, nur ein bisschen. Das ist insofern ganz wichtig, dass man nachher ein bisschen Platz auf dem Schiff hat. Wenn man noch andere Crewmitglieder hat, wie zum Beispiel einen Koch, der dann nachher Essen zubereitet und so weiter. Okay, also ich gehe jetzt mal hier rüber. Und ihr seht schon, die Melonen sind schon aufgebraucht. Ich schmeiße jetzt auch direkt mal hier das erste Obst an Bord. So, und dann schauen wir mal, dass wir hier direkt was verkaufen können. Und man muss also sich hier wirklich beeilen, denn wir verkaufen hier das Messer. Wir verkaufen den Woodblock. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, und wir haben eigentlich ein paar coole Sachen gefunden. Nämlich dieses Eyepatch, diese Augenklappe, heißt, dass das entsprechende Crewmitglied die Moral 50% langsamer verliert.
Das ist echt saugeil für einen Captain, weil man bei dem die Moral immer so schlecht hochkriegt. Deswegen gebe ich dem das. Das heißt, der Moralverlust bei dem ist jetzt etwas niedriger. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch eine halbwegs ordentliche Bewaffnung und am besten noch ein Crewmitglied, ein weiteres. Und Nahrung brauche ich auf jeden Fall auch noch. Lauf mal hier weiter. Achso, und ganz wichtig ist, also man sollte solche Sachen wie Elixier nicht unbedingt verkaufen und das Chefknife sollte man eigentlich auch behalten. Das glaube ich auch ganz gut. Okay, man könnte jetzt hier so eine Keule kaufen. Oh, aber gar keine guten Waffen hier. Eine Fackel. Ich weiß nicht, wozu die Fackel gut ist. Kann ich leider noch nicht sagen. Die ist, glaube ich, neu. Ich kaufe jetzt hier mal ein paar Früchte. Also ruhig so 10 Stück. Und wir können jetzt gucken, ob wir einen halbwegs passablen Koch noch finden. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, haben wir hier noch einen guten, einen deprimierten Koch. Naja, gucken wir mal, ob wir noch einen haben. Den könnte man später ganz gut gebrauchen. Hier, da ein langsamer Koch. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Carpenter mit großem Appetit, gierig. Ne, wir nehmen noch den Koch mit. Und dem gebe ich noch nicht das Kochmesser. Und ich kaufe jetzt mal hier noch 2 Knüppel. Oder kaufen mal 3. Ich schau mal gerade, ob ich die meiner Crew geben kann. Da schau mal einer an. Der Koch, der hat ein gutes Messer. Das ist sogar nicht so schlecht. Wer von euch kann gut kämpfen, werden viel Stärke und Agilität. Hier, Dwayne ist gut. Was haben wir hier für Knüppel? Also je niedriger die Attack Speed, desto besser. Je größer die Range ist natürlich auch besser. Knockback ist auch super. Knockback 6, Knockback 5. Also Knockback 6 ist nicht so schlecht. Okay, geh mal hin. Nimm du den Knüppel. Nimm du auch den Knüppel. Und du gibst ihm jetzt hier den Cutlass, also hier dieses Entermesser. Okay. Das Elixier ist wichtig, müssen wir uns aufheben. Das Kneipchen hier brauchen wir auf jeden Fall auch noch, wenn wir mal was anderes finden, was wir da gebrauchen können. Okay, ich verkaufe jetzt hier die Messer, die brauchen wir nicht. Und die restliche Nahrung, die hebe ich jetzt auf. Und das restliche Gold auch. Wir gucken, dass wir jetzt gleich mal unsere nächste Begegnung haben. Und unser Captain, der kann auch mal rüber. Alle sehen wir auch, dass dem die Mundwinkel so runterhängen. Da, der ist der depressed. So, ich bin aufs Schiff gekommen und kack erstmal schön an Bord. So muss das sein. Fürchterlich. Und ihr seht, jetzt ist das Essen schon wieder fast weg, ne? Ich glaube, da ist noch Essen, aber bin mir nicht so sicher. Heieieiei. Okay. So, nächste Begegnung. Vielleicht hier mit den Shields of the Shameless. Oder sollen wir vielleicht besser erstmal hier rum segeln? Wir segeln erstmal hier rum. Wicked Nightmare, Gefahrenstufe 1, das ist nicht so dramatisch. Wir müssen gucken, dass wir dann bald auch noch eine Insel finden, wo wir drauf können, ohne dass wir da sterben, denn Inseln sind gefährlich. Da können also ziemlich viele, ziemlich fiese Monster sich rumtreiben. Und achtet also darauf, dass eure Leute abgegessen sind, wenn die ins Gefecht gehen, sonst kann die Reihenfolge durcheinander kommen, mit der die da rumrennen und das ist dann nicht so praktisch. Ja, natürlich müssen wir hier attackieren. Okay. So, wir sehen hier, das ist, ist es jetzt echt nur eins, das sind bestimmt 2 Crewmitglieder. Aber was jetzt sehr wichtig ist, ist, dass man also hier seine Crew im Auge behält. Mit diesen Kommandos. Wir können nämlich hier sagen, wir können hier das Grappeln deaktivieren. Und das heißt, wenn wir dann Schiff entern, dann wird der Koch nicht mitmachen. Was sehr interessant sein kann. Also hier jetzt ist es nicht so gefährlich. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Option. Weil man damit zum Beispiel, wenn jetzt ein Sailor angeschlagen ist, nur noch wenig Lebensenergie hat oder ähnliches. Oder wenn man nur noch einen Sailor hat, dass man dann auf jeden Fall aufpasst und das Schiff halt besser nicht mit einem, nur mit einem Sailor entert und nicht mit beiden, damit man
einer Möglichkeit nicht so viel Crewmitglieder verliert. So, und wir gehen direkt auch rüber. Der Koch wird als letztes ankommen. Aber das da müssten wir eigentlich relativ gut schaffen. Wir sind also zahlenmäßig stark überlegen. Und ihr seht also, das war gar kein Problem. Da gab es auch eine Flasche rum. So, auch hier wieder Grapple, damit die Leute zurückgehen. Jetzt gehen wir hier auf... Nee, Moment, halt hier. Captain's Orders, Interact. Wir holen nur hier ein bisschen Zeug aus der Truhe raus. Und da wird wieder eine Herzenslaune auf unser Schiff gekackt. Wundertoll. So, das Schiff hier werden wir jetzt auch wieder. Plunder and Scuttle. So, jetzt gucken wir mal, was wir da so alles erbeutet haben. Wir haben einen Grindstone, den kann man benutzen, um Waffen zu verbessern. Wir haben eine Pull Rum, die sehr wichtig ist, um die Moral unserer Crew zu erhöhen. Wir haben ein Auto-Elixier. Das ist eine interessante Sache, wenn bei einem, also bei einer unserer, bei einem unserer Mitstreiter die Lebensenergie runtergeht. Ja, und das haben wir jetzt so neu gekriegt. Haben wir irgendwas hier gefunden? Irgendwas an Waffen? Auch nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, wessen Waffe wir verbessern. Am besten natürlich die unseres besten Kämpfers. Oh Gott, der Troy ist echt ein ultra mieser Kämpfer. Der Dwayne ist eigentlich der viel bessere Kämpfer. Also gehen wir hin und verbessern mal Dwaynes Waffe. Mit 25 Lebenspunkten hält er auch relativ lange durch. Und wenn dieser Sound kommt, hat man die Waffe um einen Stern geupgradet. Das war nix, ja. Aber so kann man also wirklich sehr, sehr coole Waffen schmieden. Ja, das ist schon ziemlich mächtig. So, wir segeln weiter. Und hier wird schon Danger Stufe 2. Das ist schon dann gar nicht mehr so einfach für uns. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal gleich hier die erste Insel an. Wie wär's denn hier mit dieser Insel? Upsala, ich vergesse immer hier dann Sail to Destination zu sagen. Na, da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Wir haben nicht viel Schaden genommen während der Reise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, wir sind eigentlich wieder fit. Und ich bin noch nicht sicher, diese roten Blubberbläschen, ob das wirklich eine Verwundung ist oder ob das was mit dem Hunger der Einheit zu tun hat. Das ist neu, das gab es vorher noch nicht. Also es kann auch durchaus eine Verwundung sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, so, wir sind jetzt auf einer Insel angekommen und diese Insel ist von Hunden bevölkert. Hunde können manchmal ziemlich übel sein. Manchmal sind die Hunde aber auch ziemlich easy. Ich kann es jetzt leider schlecht abschätzen. Es steht hier nur Dog, ne? Also es gibt auch ziemlich fiese Hunde, die einen ziemlich platt machen. Aber ich würde sagen, ich versuche es jetzt einfach mal. Und dann gehen wir hier selber mit. Oh, und mein Kämpfer will nicht. Dann müsste ich nochmal hier Grapple sagen. Oh, shit. Unser Matrose, der läuft hier ultra weit vor. Da müssen wir mal gucken, dass der... Unser Captain ist ziemlich übel gedamaged worden. Kriegt direkt mal ein... Sollen wir dem das Auto-Elixier geben? Wir geben ihm mal gerade das Auto-Elixier. So, und jetzt? Gut, alles klar. Okay, das da war jetzt relativ easy. Und, upsala, ich habe es hier gerade verrafft. Ich schicke meine Crew immer zurück auf das Schiff, denn falls man mal jemanden dabei hat, der diebisch ist, Lebensenergie ist noch gut, dann ist das von Vorteil, weil die dann einem das Geld hier nicht klauen können. Also Diebe klauen auch wirklich mal das Geld. In den Bananenbaum kann man reinklettern, da kann man hingehen und sagen, Interact. Und da findet man dann Bananen. Bananen sind wirklich super wichtig, denn Bananen heilen Lebensenergie. Und das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Weil man die auch im Gefecht benutzen kann. Wir haben hier sonst nichts auf der Insel. Gehen mal wieder zurück. Und jetzt muss ich mir doch nochmal gerade meine Crew angucken. Ne, die sind aber eigentlich noch fit soweit. So, was haben wir noch gefunden? Eine Self-Destruct-Bomb. Die explodiert, wenn das entsprechende Crewmitglied krepiert. Dann haben wir eine Wolfclaw. 50 XP und 50 Moral. Wer könnte das denn gebrauchen? Ah, wir haben 3 Stück davon. Wow. Ich sehe hier jetzt mal, du könntest es gebrauchen. Dann kriegt ihr nämlich direkt ein Level. Aha, okay. Gucken wir mal. Es hat also gerade zum Aufleveln gereicht. Ich könnte ihn auch mal demnächst bezahlen, fällt mir da mal ein. In der Regel gibt man das natürlich demjenigen, der am teuersten ist, damit man bei dem dann das entsprechende Geld spart. So, das gebe ich ihm mal alles. Damit er noch ein bisschen hochlevelt. Na komm.
So, und die ganze Scheiße ab ins Meer. Jetzt könnten wir nochmal ein bisschen Nahrung drauf kippen. Auf den Kutter. So, du gehst mal hier hin. Du hast bestimmt auch Hunger. So, und die scheißen halt alle auf ihr eigenes Essen. Das ist echt so widerlich. Ja, das ist eine relativ lange Reise. Die ist mir auch zu lang. Ich gehe mal hier hin. Ich muss nochmal zurück und nochmal Nahrung kaufen. Das ist also... Upsala. Hab ich schon wieder verrafft. Sail to Destination. Dann kann ich auch nochmal Zeugs verkaufen. Und ich bin da immer ein bisschen paranoid, aber es ist wirklich... Das Spiel verzeiht keine Fehler, ja. Ah, die Crew ist wieder gut geheilt. Perfekt. Vielleicht finden wir auch nochmal... Wir könnten auch nochmal zu einer anderen Stadt segeln. Da finden wir dann hoffentlich mal irgendwie noch besseres Equipment. So, was haben wir jetzt hier? Spinnen. Spinnen können gefährlich sein, denn Spinnen können paralysieren. Ich habe vor Spinnen irgendwie immer Respekt. Spinnen können paralysieren. Ich könnte jetzt ein Crewmitglied vorschicken, aber das ist mir zu heikel. Das ist mir zu heikel. Ich segel stattdessen hier zu der Insel. Ich kann mir das immer noch angucken. Also bei Spinnen bin ich immer skeptisch. Es gibt Spinnen, die können paralysieren und dann machen die das Crewmitglied einfach so komplett platt. Kann man da nichts mehr gegen machen. Und jetzt werden wir angegriffen wahrscheinlich, ne? Ah ne, doch nicht. Unser sorgloser Lügner hat eine Flasche Rum gefunden und möchte die gerne behalten. Die nehme ich ihm weg, denn das will ich gerne für meinen Captain haben. Man muss auch ein bisschen auf das Geld auf... Upsala, nee, auf die Crew wollte ich gerade nochmal gucken. Ich könnte ich jetzt mal demnächst bezahlen. Ja, da warte ich noch ein bisschen. Oh, wir sind bei über 100%. Das ist etwas merkwürdig. So, jetzt kommen wir an, ne? Ja. Okay, das sind nochmal Hunde. Das Gefährliche in dieser Situation ist, dass sie tatsächlich es schaffen könnten, eines meiner Crewmitglieder ins Meer zu werfen. Das wäre ziemlich, ziemlich kacke. Und dann sind da auch noch ein paar Krabben. Ist da eine Truhe? Da ist eine Truhe. Ich versuch's einfach mal. Kommt, Kinder. Komm hier, der Captain muss auch mit. Oh, fuck. Alter, die sind bitter. Wen haben die denn hier so zugerichtet, mein Koch? Dem mal hier direkt nochmal so eine Banane. Oh shit, der stirbt. Der fällt jetzt runter. Der hatte irgendwie einen krassen Knockback. Ich weiß nicht woher. Ja, der ist schon so gut wie tot. Ja, der Koch ist tot, ja. Krass, Alter. Und weg ist er. Das waren die Krabben. Und die Krabben haben jetzt gerade meinen... Was? What the deuce? Die Krabben haben gerade meinen Kämpfer gekillt. Oh Mann, Alter. Naja gut, das spart uns leider nicht den Sold. Dann schicke ich mal meine zwei super duper normalen Sailor darüber. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. What happened? You see two bananas on the tree. Take the bananas. Wir nehmen die Bananen natürlich mit. Okay, gut. Es hat sich finanziell auf jeden Fall gelohnt. Ob schon Zeug in diesen Kisten drin ist, kann ich noch nicht genau sagen. Ob das... Oh nein! Oh, man muss es immer von der anderen Seite machen am besten, aber das ging hier jetzt echt nicht gut. Jetzt ist das ganze Loot ins Wasser gefallen. Och, nö. Na, es ist nur Alpha. Es ist noch Alpha. So, was haben wir denn jetzt hier? Bouncy Beard. Attacker get knocked. Cool. Coconut. 3 Lebenspunkte. Nochmal ein Grindstone. Wer hatte das? Du hattest das. Okay, das ist jetzt Level 3. Pistol Ammo. Crab Meat. Restores 100 Hunger. Das ist ganz praktisch. Das könnten wir anwenden. Ja, ja, ja. Was haben wir noch? Attacker get knocked. Das ist echt gut.
Wem geben wir das? Wer ist denn... Ja, also hier, Dwayne ist immer noch so unser bester Kämpfer, ne? Ich gebe dem mal hier den Bart. So. Naja, und dann müssen wir jetzt wieder ein paar Crewmitglieder anheuern, würde ich mal vorschlagen, hä? Jolly Roger! Genau, Jolly Roger. Du isst erstmal was. Und dann gucken wir mal. Ja, segeln wieder hoch. Hoffen wir, dass wir nicht abgefangen werden. Und dann können wir auch wieder ein bisschen Zeug von unserem Schiff verkaufen. Und wir brauchen wieder Nahrung. Es gab vorher die Möglichkeit, einen Fischer und einen Koch anzuheuern. Und dem Fischer konnte man dann so ein Fishing Pole kaufen. Und der Fischer hat dann irgendwie geangelt und Fische aus dem Wasser gezogen. Und der Koch konnte die dann zu Nahrung verarbeiten. Und das war eigentlich ziemlich cool. Das scheint aber momentan nicht mehr zu gehen. Diesen Fishing Pole gibt es nicht mehr. So, wir verkaufen erstmal. Ja, das hier müsste man noch irgendwie besser machen, aber ist okay. Ich komme mit klar. Sollen wir die Steine verkaufen? Ich würde sagen, nein. Krabbenfleisch und Kokosnuss verkaufen wir auch nicht. Im Hintergrund könnt ihr übrigens hören, wie unsere Leute wieder aufs Schiff kacken. Es macht dann so tolle Furzgeräusche. Es ist echt einfach wunderbar. Fast Greedy Fisherman Liar. Bad Vision Slow. Big Appetite. Fast Recovery Quartermaster. Den hole ich mir mal. Slow Big Appetite. Big Appetite ist nicht so gut. First Mate. Strong and Fast. Den nehme ich auch noch. Und wir holen uns noch. Greedy Bad Vision Swim Liar. Appetite Angel, Greedy Weak, Liar, Slow. Okay. Den anderen Krempel dann halt nicht mehr. Jetzt müssen wir echt mal eine neue Stadt irgendwann finden. Was sagt er? If you want to grapple your captain instead, you simply click left mouse button. Ah ja, also dieser Quartermaster, der gibt Tipps, ja. Das ist so ein Tutorial-Held, könnte man sagen. Und ich, also ich hatte vorhin mal, als ich das angespielt habe, hatte ich ein Crewmitglied mit einem Fishing Rod. Das hat aber leider nichts gebracht. Er hat leider nicht gefischt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen.